Gerade beim Boxen, das ist ja eine Kampfsportart, die lange Zeit als Männerdomäne galt, aber auch die Frauen boxen sich mehr und mehr durch und liefern spannende Wettkämpfe, so wie auch beim Queen's Cup, der jetzt in Stralsund stattfand. Und im deutschen Team war eine der jüngsten Teilnehmerinnen. Sie stellte sich der internationalen Auswahl. Während sich die Italienerinnen noch hübsch machen, laufen die Kampfvorbereitungen der Ungarinnen bereits auf Hochtouren. Nicole Strack, 14 Jahre, das Küken der deutschen U17-Nationalmannschaft. Bisher hat sie ihre Kämpfe überlegen gewonnen. Jetzt sind es noch 10 Minuten bis zum großen Finale. Ihr Ziel? Ja, zu gewinnen, das Beste zu geben. Die Leistung nochmal wiederholen von gestern, ne? Ja. Zwar ist Nicole deutsche Meisterin, der Queen's Cup ist allerdings ihr erstes internationales Turnier. Nicoles Gegnerin ist keine geringere als die französische Meisterin Gloria Dalmeida. Die Franzosen kommen bereits seit 4 Jahren nach Stralsund. Für die Jugend und Juniorinnen ist es das beste Turnier, weil es zu einem guten Zeitpunkt stattfindet, um uns speziell auf die Weltmeisterschaften vorzubereiten. Es gibt andere Turniere, die sind allerdings viel später und deswegen ist das Turnier hier für mich nicht nur gut, sondern das Beste. Der Kampf gegen die Französin ist hart. Beide boxen auf Augenhöhe und schenken sich nichts. Nicole ist fast am Ende ihrer Kräfte. Also so siehst du, hast du gehört? Lass die Hände zu, durch die Mitte, durch die Mitte. Wie wollen wir das? Das packen wir 2 Minuten. Auch die Ungarinnen sind mit 5 Boxerinnen im Finale und auch abseits des Ringes beweisen sie ihr großes Temperament. Für die WM in Taiwan ist Stralsund für sie eine wichtige Zwischenstation. Es ist ein großer Wettkampf und wir vorbereiten auf die Weltmeisterschaft. Es gibt wenige große Wettkämpfe und hier sind gute Gegnerinnen und wir können wichtige Erfahrungen bekommen. Erfahrungen, die auch Nicole in ihrem Finalkampf sammelt. Nach 3 Runden ist alles überstanden, aber die Französin war wohl doch die bessere Boxerin. Ja, mal gucken, ob es gereicht hat. Wir haben ganz stark gekämpft, ganz stark gekämpft. Ja. Und so kommt es dann auch. Gloria Dalmeida gewinnt den Kampf nach Punkten. Nicole holt Silber. Habe ich gut durchgesetzt, finde ich. Also ich bin damit ein bisschen zufrieden. Schade, dass ich nicht halt Erste werden konnte. Ja, es kann halt nicht immer nach oben gehen. Silber oder Gold für Nicoles Familie ist das nebensächlich. Sie sind einfach stolz und froh, dass ihr Küken alles heil überstanden hat. Und mehr zum Queen's Cup erfahren Sie auch morgen bei uns in der Sendung Nordmagazin Land und Leute Sport mit Melanie Last.